Was geht YouTube? Marcel ist back am Start hier für euch und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Upload hier auf meinem neuen Channel, Freunde. Und man kommt nicht dran vorbei, Leute. Ja, ich weiß es jetzt langsam, YouTube-Trends. Das neue iPhone 12 wurde vorgestellt und ich habe mir noch nichts darüber angeschaut. Ich dachte, ich gucke mir das einfach mit euch gemeinsam an. Genau aus diesem Grund habe ich diesen Channel ja damals aufgemacht, dass ich genau solche Videos mit euch gemeinsam anschaue. Falls ihr, by the way, noch kein Abonnent seid oder einen Algi grüßen wollt, könnt ihr mich in jeder Form supporten, in der ihr Bock habt. Würde mich total freuen, Leute. Wer meinen Podcast kennt, der, by the way, einmal die Woche kommt auf Spotify, Deezer, Apple Podcast und allen anderen Plattformen, der weiß, dass ich irgendwie so ein bisschen Apple-Fanboy geworden bin. Und das eigentlich, obwohl ich es nie werden wollte, aber irgendwie bin ich da reingekommen. Und deswegen, ja, werde ich mir jetzt von dem guten alten YouTuber Felix Bar das Video über das iPhone 12 anschauen. Der hat immer für mich die Informationen gut zusammengefasst. Die gucke ich mir gerne an, finde ich sehr sympathisch. Und dann muss ich mir diesen Trailer nicht angucken. Beim Trailer sieht eh immer alles so, oh, es ist das beste iPhone aller Zeiten. Aber ich will mir eine ehrliche Einschätzung anhören. Deswegen hören wir uns das Video von Felix Bar an. Und let's go. Ich habe jetzt mal den Part weggespult, wo er 5G erklärt hat und wo er die anderen Apple-Produkte, die vorgestellt wurden, erklärt hat. Sondern wir gucken uns jetzt mal direkt die Infos über das iPhone 12 an. Let's go. Okay, so wird es also aussehen. Jetzt, wo diese Sache vom Tisch ist, können wir uns aber endlich um die neuen iPhones kümmern. 4 wurden insgesamt vorgestellt und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Baseline iPhone 12 an und dann erkläre ich euch, was im Verhältnis dazu die Unterschiede bei den 3 anderen Modellen sind. Das iPhone 12 ist der Nachfolger vom iPhone 11. Das sieht man an super vielen Stellen, vor allem aber auf der Rückseite beim Kameramodul. Nichtsdestotrotz hat Apple aber nochmal einiges am Design geändert. Okay, krass. Und die haben es jetzt tatsächlich wieder eckig gemacht. Das war ja schon so das Gerücht, dass es wieder eckiger wird. Und jetzt sieht es echt aus wie dieses iPhone 5 damals, oder? Das 5er sah doch so aus. Ihr müsst euch auch vorstellen, ich bin erst ab 6 überhaupt zum iPhone gekommen, habe dann auch von 6 alles bis zum X übersprungen. Also 7 hatte ich nicht. 8 gab es 8 überhaupt? Weiß ich gar nicht. Also 9 gab es auf jeden Fall nicht. Es gab dann direkt X. Und jetzt habe ich gerade aktuell ein 11 Pro und hier habe ich noch das X, wo das WhatsApp Reaction Handy drauf ist. Ich finde es eigentlich mal wieder ganz nice, aber ich finde es lustig, dass dieser Trott immer so geht. Handys wurden auch früher immer größer, dann wurden sie immer kleiner, jetzt werden sie anscheinend wieder, keine Ahnung, eckiger. Vor allem bei den Kanten, die sind nämlich jetzt endlich wieder flach. Die Farbpalette hat sich ebenfalls leicht geändert. Neben dem schwarzen und weißen Modell, dem roten und dem grünen, gibt es nämlich jetzt auch ein neues blaues. Und auch die Vorderseite ist nochmal deutlich schicker geworden. Nicht etwa, weil die Notch verschwunden ist, sondern weil sie einfach die Displayränder nochmal geschrumpft haben und auch das generelle iPhone trotz derselben 6,1 Zoll Display-Diagonale 15% kleiner geworden ist. Okay, das finde ich nice. Das wird kleiner, aber die Displaygröße bleibt. Das finde ich sehr gut. Die größte Veränderung gab es aber wahrscheinlich beim Display, denn das ist jetzt endlich ein OLED-Panel mit schönen Schwarzwerten, so wie es das iPhone eigentlich schon seit langem verdient hätte. Interessant anzumerken ist dabei, dass zwar die unterschiedlichen iPhone-Modelle unterschiedliche Display-Auflösungen haben, das hängt aber einfach damit zusammen, dass die Geräte auch unterschiedlich groß sind. Das heißt, okay, ganz egal, welches Gerät man kauft, man bekommt immer eine Pixeldichte von grob 460 ppi und dementsprechend braucht man sich über die Schärfe bei allen Geräten keine Sorgen zu machen. Spannend ist aber nicht nur das Panel selbst, sondern auch das Glas darauf, denn das ist jetzt Ceramic Shield Glas, das Apple zusammen mit Corning, den Herstellern von Gorilla Glas, entwickelt hat. Als ob es jetzt nicht mehr kaputt geht. Das wäre ja mal wirklich krass, wenn er jetzt raushaut, ja, dieses Glas geht absolut nicht mehr kaputt. Aber es ist doch eh unmöglich. Wir wissen doch alle, iPhone. Ich weiß nicht, ob ihr noch meine Story kennt damals, wo ich das große iPhone 6 hatte, das hieß glaube ich 6 Plus, wo ich es in der Autotür eingeklemmt habe und es war komplett gebogen, aber der Display war irgendwie noch heile, wie auch immer das möglich war oder relativ heile. Mein Handy war nach außen gebogen. Ich bin mal gespannt, also wenn es aus 2 Meter runterfällt, weiß ja jeder iPhone unzerstörbar, wenn es aus 30 cm auf Teppich fällt, Display explodiert. Und was bringt es jetzt genau? Haltet euch fest, die Widerstandsfähigkeit bei Stürzen soll sich im Vergleich zum iPhone 11, was ja schon ein sehr stabiles Handy war, um ein Vierfaches verbessert haben. Okay. Vierfach! Das ist richtig geil. Ja. Und als wäre das noch nicht genug, haben sie auch noch die Wasserfestigkeit verbessert. 30 Minuten bei bis zu 6 Meter sind jetzt möglich. Und auch das ist definitiv nicht schlecht. Natürlich gibt es aber auch... Trotzdem traue ich mich nie mit meinem iPhone in irgendeine Form... Also wenn ich in die Badewanne damit gehen sollte, dann halte ich es immer so krass fest. Also ich würde es niemals drauf ankommen lassen. Ich habe auch mal im Urlaub, da waren wir in so einem Whirlpool, da habe ich mal das Handy einfach festgehalten und mal geguckt, ich konnte nicht loslassen. Meine Hand hat mir nicht erlaubt, loszulassen. Das muss man sich mal vorstellen, weil ich einfach anscheinend nicht wollte, dass es ins Wasser fällt. Ich bin halt 93 geboren, bei mir war das noch so, elektrisches Gerät, Wasser,
kaputt, safe kaputt. Auch einen neuen Prozessor, und wie sollte es anders sein? Es ist der neue A14 geworden, den wir ja auch schon aus dem iPad Air 4 kennen. Das ist Apples erster Prozessor, der in 5-Nanometer-Technik gefertigt wird, und das macht ihn halt einfach auf der einen Seite effizienter, aber auf der anderen Seite auch stärker. So viel stärker, dass er laut Apple 50% schneller ist als das schnellste Android-Smartphone. Oh, Erik, genau. Und irgendwie werde ich auch das Gefühl nicht los, dass Apple irgendwas dagegen unternehmen wollte, dass sie jetzt Fortnite als großes Spiel im App Store verloren haben, denn sie haben sich auch noch hingestellt und League of Legends exklusiv für iOS. Also wenn sie da sitzt und League of Legends spielt, ja, halt doch einfach da. Wie verrückt ist das denn? Aber gut, kommen wir jetzt mal zu den Kameras, denn da gibt es eine Menge neue Sachen zu erzählen. Eigentlich nicht, denn es sind fast genau dieselben Kameras wie im iPhone 11. Zumindest ist die Weitwinkelkamera genau dieselbe. Ich finde die nice. Die Hauptkamera hat nochmal einen kleinen Unterschied. Wisst ihr, es gibt eine Sache beim iPhone 11, die mich krass stört. Und zwar, wenn ich die Innenkamera anmache, die hat so einen Weichzeichner, das ist so nervig. Also ich fühle mich damit wie ein 11-jähriges Mädchen, wenn ich da reingucke. Also die Selfie-Kamera, ich glaube, das ist in der Normal, kann man wahrscheinlich auch deaktivieren, habe ich aber nie gemacht. Ich mache dann, wenn schon irgendwie, ich mache eh gar keine Selfies mehr, und wenn schon halt mit irgendwie Instagram-Stories oder so. Das fand ich irgendwie, als ich zum ersten Mal reingeguckt habe, dachte ich so, als ob die Kamera verschlechtert haben. Aber ich glaube, da ist einfach ein Weichzeichner drauf. Denn die Blende ist jetzt weiter offen, f1.6 bekommen wir hier, und 1,6er Blende, krass. 27% mehr Licht auf den Sensor, was halt die Lowlight-Performance deutlich verbessert. Das ist krass. Obendrauf ist jetzt aber auch noch der Nachtmodus auf allen Kameras verfügbar, das heißt, die Hauptkamera kann das, die Weitwinkelkamera kann das, und sogar die Selfie-Kamera wurde nicht vergessen. Interessant anzumerken finde ich auch noch, dass es jetzt einen Nachtmodus für Zeitraffer-Videos gibt, die jetzt hoffentlich endlich mal auch in 4K abspeicherbar sind, und es gibt eine 5... Dieses 4K ist mir irgendwie gar nicht so wichtig, merke ich immer. Also ich würde mir auch nie auf 4K irgendwo was anschauen. Deswegen also immer dieses 4K-Ding ist für mich gar nicht so relevant. Wie ist es bei euch? Also mir ist es egal irgendwie, ob es in 4K filmen kann. Ich bin froh, wenn es halt ein HD filmt so, und das reicht mir eigentlich. Einfach schnellere Bildstabilisierung, die halt eben dabei helfen soll, noch kleinere Ruckler auszugleichen. Mir als Filmmaker haben aber vor allem die neuen Video-Features gefallen, denn man kann jetzt selbst mit dem normalen iPhone 12 in Dolby Vision HDR mit 10-Bit-Farben aufnehmen, was definitiv noch kein anderes Smartphone vorher konnte und den Vorsprung bei Apple im Videomodus nochmal ausbaut. Kameras sind aber nicht das Einzige, was sich auf der Rückseite verändert hat, denn es gibt jetzt auch MagSafe. Genau, der magnetische Ladeanschluss, den es früher in den MacBooks gab, bekommt ein Revival in den neuen iPhone-Modellen. Ihr müsst euch das Ganze so vorstellen. Es gibt ja zwei Methoden, über die man sein iPhone laden kann. Entweder über Kabel mit dem Lightning-Stecker, das geht auch weiterhin, aber es gibt ja auch Wireless-Charging, das über so eine Spule... Ich finde Wireless-Charging irgendwie immer noch das Gruseligste, was es gibt, und ich werde es niemals verstehen. In der Rückseite vom iPhone realisiert wird. Die erste Erneuerung ist, dass diese Spule jetzt 15 Watt aufnehmen kann. Das heißt, Wireless Charging beim iPhone wird schneller. Die andere Erneuerung ist aber, dass es jetzt Magneten um diese Spule gibt, die dabei helfen sollen, verschiedene Zubehörteile festzuhalten, wie zum Beispiel einen neuen Wireless Charging MagSafe Puck von Apple. Obendrauf gibt es aber auch noch einen MagSafe Duo Charger, den ihr easy aufhalten könnt, um eure Apple Watch und euer iPhone gleichzeitig zu laden. Und okay, dann hat sich Apple wahrscheinlich gedacht, wir haben jetzt schon mal diese Magneten da hinten im iPhone drin, können wir nicht noch was anderes Cooles damit machen? Und genau das haben sie gemacht, denn es gibt auch noch MagSafe Cases. Die haben hinten ebenfalls Magnete drin, und damit ist es möglich, durch die Hülle hindurch Wireless Charging zu benutzen oder hinten dran nochmal so einen kleinen Kartenhalter. Ich wüsste jetzt nicht, warum man dieses MagSafe machen sollte, um ehrlich zu sein, weil es ist doch einfach angenehm, das Kabel ist unten drin, das stört nicht, man kann es benutzen beim Safen. Dann hat man es irgendwie hinten, dann spürt man das, wenn man das Handy hält. Also weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt nicht wieder so ein Ding ist, wo Hauptsache irgendwas Neues, so, das kommt mir jetzt auf jeden Fall so vor. Also das, ob das jetzt so sinnvoll ist, I don't know. Dran zu klippen, der dann eben halt euren Geldbeutel ersetzen kann. Das Interessante. Perfekt, dann ist es nicht nur das Handy weg, sondern auch alles andere, was man besitzt. Also wenn dann das Handy geklaut wird,
Am besten noch den PIN fürs Handy irgendwo fein säuberlich aufgeschrieben, damit man dann wirklich sein ganzes Leben erneuern muss, wenn das Handy weg ist. Dabei ist, dass dieser Kartenhalter aber nicht unbedingt das Case braucht, um an eurem iPhone befestigt zu werden. Nein, ihr könnt es auch einfach so ans iPhone dran snappen und wenn ihr dann halt eben kabellos aufladen wollt, macht ihr das kurz weg, dann macht ihr den Wireless Charger hin und wenn ihr dann wieder losgeht, macht ihr den Charger ab und den Geldbeutel wieder dran. Wer jetzt allerdings denkt, dass all diese coolen Sachen und im besten Fall auch noch der Wireless Charger direkt beim iPhone mitgeliefert werden, hat sich getäuscht, denn in der Verpackung liegen eigentlich nur zwei Dinge, das iPhone und ein USB-C auf Lightning-Kabel, das anders als in den Gerüchten vermutet wurde, nicht mal mit Stoff ummantelt ist. Wenn ihr also irgendwas extra dazu haben wollt, müsst ihr es auch nochmal extra bezahlen. Gerade beim MagSafe-Charger wäre ich allerdings vorsichtig, denn wenn ihr den auf der Apple-Website kauft, fehlt auch da das Netzteil selbst, also der Steckdosen auf USB-C. Ja, okay, also das haben sie jetzt irgendwie komplett rausgelassen. Da habe ich auch schon Memes heute Morgen drüber gesehen, dass dieser Charging-Block nicht mehr drin ist. Aber warum das jetzt sein muss, keine Ahnung. Man will sich anscheinend von diesem Steckdosenprinzip irgendwie entfernen oder so. Adapter, das heißt, den müsst ihr so oder so nochmal extra bezahlen, wenn ihr noch keinen zu Hause habt. Und naja, Apple sagt, die machen es halt eben aus Umweltschutzgründen, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Nichtsdestotrotz wäre... Aber dann einen fetten Q8 in der Garage stehen haben, man kennt ihn. Sehr gut. Schön gewesen, wenn man ein bisschen was davon auch am Preis gemerkt hätte. Wahrscheinlich ist es dann grün deswegen. Ja, es ist voll umweltschützend. Wir haben diesen Adapter raus. Digga, dann kauft man sich den Adapter, muss ihn wieder aus Plastik auspacken und benutzt ihn sowieso, Digga. What the hell? Denn das iPhone 12 kostet trotzdem 880 Euro, was eine ganze Menge ist. Aber gut, kommen wir mal zum zweiten iPhone, das vorgestellt wurde. Das war nämlich das iPhone 12 Mini. Diese Variante kann man relativ easy erklären und auch der Name alleine erklärt es eigentlich schon, denn das ist eine kleinere Variante mit 5,4 Zoll Display, was winzig ist. Das Teil ist kleiner als ein iPhone SE. Und das Coolste daran, man muss technisch gesehen eigentlich keine Abstriche machen. Man hat immer noch... Sonst war es immer die Variante, die größer ist, und jetzt ist anscheinend die Mini die besondere Variante, okay. Ein super scharf das OLED-Display, dieselben Kameras, denselben Prozessor und dieselben Features, alles halt eben in einem kompakteren Design und das Teil ist auch nochmal 100 Euro günstiger. Ich find's ehrlich gesagt ziemlich cool, dass Apple diesen Schritt gegangen ist, denn ich lese ziemlich häufig in den Kommentaren, dass Leute sich kleine Smartphones wieder zurückwünschen und ich bin mega gespannt darauf, wie sich das iPhone 12 Mini verkaufen wird, gerade im Vergleich zu den größeren Varianten. Jetzt kommt das Pro wahrscheinlich. We want to take it even further with our Pro line of iPhones. And here they are. Und das bringt uns auch schon direkt zum iPhone 12 Pro, was quasi die Premium-Variante vom normalen iPhone 12 ist. Die Größe und das generelle Design sind dabei von außen erstmal ziemlich ähnlich, denn auch hier haben wir einen 6,1 Zoll Display und diese flachen Kanten mit an Bord. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar gravierende Unterschiede, zum Beispiel im Rahmen. Der ist nicht aus mattem Aluminium, sondern aus glänzendem Edelstahl. Und auch die Rückseite ist nicht aus glattem Glas, sondern aus mattem. Außerdem hat der Kamerahubbel eine Linse mehr, was natürlich ins Auge sticht. Und es gibt eine komplett andere Farbpalette, denn neben Silber und Space Grau, den klassischen Farben, gibt es jetzt auch noch eine neue Variante von Gold, die einfach ein bisschen gelb-goldener ist und ein neues Pazifikblau. Aber was bekommt man denn jetzt auf technischer Seite geboten, wenn man sich für... Also für mich kommt eh immer nur dieses Dunkle in Frage irgendwie. Also es war immer so, dass ich die Dunklen genommen habe, keine Ahnung. Eine Pro-Variante entscheidet. Um ehrlich zu sein, gar nicht mal so viel. Wir haben ein minimal helleres OLED-Display, aber abgesehen davon sind es eigentlich die Kameras und da auch nur die Zoom-Kamera, denn die Hauptkamera, Selfie-Kamera und Ultraweitwinkelkamera sind dieselben wie beim iPhone 12. Und auch die Zoom-Kamera ist dieselbe wie beim iPhone 11 Pro, also wirklich neu, ist die eigentlich nicht. Eine Sache, die sie dann aber doch neu hinzugefügt haben, ist der LiDAR-Sensor, der jetzt noch in das Kameramodul mit reingekommen ist. LiDAR ist der LiDAR-Sensor dabei. Oh mein Gott, das ist so schlecht. Gequetscht wurde. Am Ende des Tages ist es nichts anderes als ein Time-of-Flight-Sensor, der den Raum scannen kann und es hilft natürlich bei Augmented-Reality-Anwendungen, aber auch in der Kamera hat es seine Vorteile, vor allem, wenn man nachts fokussieren möchte. Sechsmal schneller soll der Fokus dank dem LiDAR-Sensor im Vergleich zum normalen iPhone 12 sein, wenn man ihn im
Ja, ist eine ganz nette Sache, aber haut mich jetzt auch noch nicht so weg. Also ich werde am Ende sowieso nochmal zu meinem Fazit kommen, was ich so dazu denke. Ja, bisher haut es mich jetzt alles nicht so um, dass ich jetzt sage, ich muss es unbedingt haben oder so. Dunkeln verwendet und auch so Features wie der Nachtporträtmodus werden erst durch den LiDAR-Sensor möglich. Eine Sache, die man aber gut und gerne auch auf dem normalen iPhone 12 hätte bringen können, ist das neue Apple Pro RAW Dateiformat. Das ist dem iPhone 12 Pro ermöglicht, RAW-Bilder zu schießen, die aber gleichzeitig die Vorteile von Apples Bildverarbeitung mit in sich vereinen. Das ist eigentlich nur Software und da der Prozessor derselbe im Pro-iPhone und im normalen iPhone ist, denke ich mir, haben sie das halt einfach nur den Pro-Modellen gegeben, damit die nochmal irgendwas Besonderes haben. Wer also wirklich eine Menge Vorteile im Vergleich zum normalen iPhone 12 haben will, der muss sich mal das iPhone 12 Pro Max Modell anschauen. Okay. Denn da gibt es auch noch mal ein paar Unterschiede zum normalen 12 Pro. Angefangen natürlich bei der Größe, denn das Ding ist riesig. 6,7 Zoll misst die Bildschirmdiagonale und es ist echt mehr, als es bisher in irgendeinem iPhone gab. Natürlich, okay, die Displayränder sind auch hier durch dieses kantige Design noch mal ein bisschen geschmolzen. Nichtsdestotrotz, das Teil wird nicht gerade klein sein. Aber nicht nur das Smartphone selbst ist größer, sondern auch der Sensor in der Hauptkamera. Denn im Vergleich zu allen drei anderen iPhone 12 Varianten hat der 47% mehr Fläche, was dafür sorgt, dass die Lowlight-Performance im Vergleich zum 11 Pro Max um 87% angestiegen ist. Das ist fast doppelt so gut. Außerdem ist die Zoom-Kamera nicht ein zweifacher Zoom, sondern ein zweieinhalbfacher Zoom, was ich persönlich auch deutlich angenehmer finde als zum Beispiel so einen fünffachen Periscope-Zoom, der häufig viel zu nah an irgendwas dran ist. Und es gibt eine Sensorstabilisierung, weil bei dieser neuen großen Hauptkamera die Linse... Also man muss schon sagen, wenn man sich das mal vorher, also wenn man sich früher mal vorgestellt hat, was man mit einem modernen Smartphone eigentlich alles in der Tasche hat, was da alles möglich ist, ne? Mal von der ganzen Kritik und so abgesehen, Digga, das sind so kranke Kameras. Ohne Witz, wenn ihr mit YouTube anfangen wollt, es reicht mittlerweile diese Kamera. Die ist gut genug. Macht da auf ein Stativ, stellt da vor euch hin, that's it, damit kann man anfangen. Mikrofon ist eh immer schon nicht schlecht gewesen, so, dann haben die Dinger eine Rechenleistung, das ist doch verrückt. Also wenn man sich das mal wirklich ganz genau überlegt, was diese Technik heutzutage alles kann, das ist insane einfach, insane. Zu schwer gewesen wären, um die zu stabilisieren, also hat man die Stabilisierung einfach beim Sensor integriert. Wie zu erwarten war, muss man für Apples teuerstes und größtes iPhone aber auch am meisten Geld hinlegen. 1220 Euro kostet das Pro Max Modell, nochmal 100 Euro mehr als das ohnehin schon nicht sonderlich günstige iPhone 12 Pro. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es den Aufpreis wirklich wert ist, gerade weil jetzt das iPhone 12 endlich auch das OLED-Display hat. Aber naja, auch da werden wir einfach mal sehen, wie sich die unterschiedlichen Modelle verkaufen. Bestellen kann man zumindest das normale 12er und das 12 Pro ab diesem Freitag. Das wird dann eine Woche später ausgeliefert. Und nochmal zwei Wochen später habt ihr dann die Chance, das iPhone 12 Mini und das iPhone 12 Pro Max vorzubestellen. Thank you for joining us. Stay safe and have a great day. Uff, was für eine Apple-Keynote. Vier neue iPhones auf einen Schlag, sowas gab es glaube ich noch nie. Und wenn man bedenkt, dass Anfang des Jahres ja auch noch das neue SE rausgekommen ist, haben wir dieses Jahr jetzt schon fünf neue iPhones bekommen. Es geht also einiges ab in der Apple-Welt. Ich bin mega gespannt auf das iPhone 12 Mini, freue mich auch schon mega darauf, das zu testen. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal. Schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare rein, was ihr von der Keynote so gehalten habt, wurden eure Erwartungen erfüllt, was gefällt. Okay, dann mache ich das jetzt mal so mündlich. Also ich sehe gerade eigentlich gar keinen Grund für mich, dieses iPhone, also für mich würde wahrscheinlich auch mit der Kamera und so das 12 Pro in Frage kommen. Das Max ist mir zu groß, ganz ehrlich, und Mini ist mir, glaube ich, zu klein. Aber jetzt kommt's. Warum soll ich das Handy holen? Also der einzige Grund für mich jetzt wäre eigentlich das stabilere Glas, aber bei mir ist eh so, bei mir ist bis auf diesen einen Unfall mit der Autotür noch nie ein iPhone kaputt gegangen. Toi, 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 dass es so bleibt. Aber es ist jetzt nicht so geisteskrank heftig, außer natürlich dieses, was am Anfang das Thema war, diese 5G-Fähigkeit. Das könnte sich natürlich im Nachhinein schon nochmal, weil also 5G ist ja dieses ultimativ schnelle, ja, mobile Internet, ne? So wie jetzt LTE halt das schnellste ist oder war, was es zurzeit auf meinem Handy zum Beispiel gibt. Und klar, wenn ich jetzt irgendwann mal irgendwie unterwegs bin und müsste ein Video hochladen von meinem Laptop und mir dann einen Hotspot geben mit meinem Handy, gut, dann ist natürlich mit 5G nochmal ein anderes Level. Also das könnte einer der Gründe sein.
Aber sonst hat mich das jetzt nicht so weggehauen. Ohne Witz, hat mich jetzt nicht so weggehauen, warum ich jetzt das 12er bräuchte. Ich glaube, ich werde das 12er überspringen. Gefällt euch, was gefällt euch nicht? Ich persönlich muss sagen, dass ich schon ziemlich zufrieden mit den meisten Sachen bin. Allerdings hätte ich mir 120 Hertz dann doch gewünscht. Aber naja, vielleicht ist es ja nächstes Jahr soweit. Ja Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mir hat es Spaß gemacht. Schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Werdet ihr es euch holen? Sagt ihr, es ist zu teuer? Sagt ihr, es bringt mir nichts? Sagt ihr, die Neuerungen sind mir nicht gut genug? Dann lasst mich auf jeden Fall gerne wissen. Wir sehen uns im nächsten Video morgen wieder. Und ich würde sagen, bis dahin, haut rein und ciao, ciao.